Elisabeth Götze, die Wirtschaftssprecherin der Grünen aus Neulingbach in Niederösterreich, ist nun am Wort. Erläutert, wird gerade an alle Abgeordneten verteilt und ist damit auch aus Eichgram, Entschuldigung. Nächste Rednerin ist schon am Pult, Frau Abgeordnete Elisabeth Götze, bitte. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen und werte Zuseherinnen und Zuseher vor euren Bildschirmen. 50% der Wirtschaft ist Psychologie. So hat Ludwig Erhard gesagt, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, der erste Wirtschaftsminister in Deutschland. Was sagt uns das? Wir brauchen erstens 50% gute Rahmenbedingungen und zweitens eine optimistische Grundstimmung. Und heute sind wir hier, um für beides zu arbeiten. Wir sind da, um das zu schaffen. Welche Schritte setzen wir heute? Ich konzentriere mich einmal auf den unternehmerischen Teil, weil es gibt Studien, die zeigen, Unternehmen, Sie haben es angesprochen, verschieben ihre Investitionen oder überlegen, heuer noch zu investieren. 62% der Unternehmen zögern, der Unternehmerinnen und Unternehmen zögern, ob in kleinen oder in großen Unternehmen. Und dafür, um hier Anreize zu schaffen, um hier Unternehmen zu unterstützen, gibt es die Investitionsprämie, die wir heute beschließen wollen. 14%, bis zu 14% bekommen Unternehmen, die investieren. Ab August bis Februar nächsten Jahres. Investitionen in diesem Zeitraum werden mit bis zu 14% bezuschusst. Und ja, ich stehe dazu, klimaschädliche Investitionen wollen wir hier explizit ausnehmen, aber gleichzeitig Investitionen, die wichtig sind für die Zukunft Österreichs, für die Zukunft von uns allen, nämlich ökologische Investitionen, Investitionen in Digitalisierung und in Life Sciences, in Pharma, die werden besonders gefördert, nämlich mit 14%. Also es gibt diese Abstufung, 14, 7 und 0%. Dadurch wollen wir eine Transformation schaffen, also heraus aus der Corona-Krise, aber auch nicht hinein in die Klimakrise, sondern auch heraus aus dieser. Ein Beispiel: Unternehmen haben in den letzten Wochen festgestellt, dass sie Nachrüstungsbedarf haben in Bezug auf ihre IT-Infrastruktur. Sei es, um Kunden besser erreichen zu können, also Umstellung verstärkt auch in Richtung E-Commerce, also neue Vertriebswege zu schaffen. Das stellt sie auf sicherere Beine. Dafür sind Investitionen nötig und die werden unterstützt. Oder auch, weil Unternehmen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verstärkt Homeoffice machen können oder wollen. Also keine Anwesenheitspflicht im Unternehmen, aber auch dafür braucht es die passende Infrastruktur und auch die wird gefördert durch diese Investitionsprämie. Passend dazu etwas, was langfristig wirkt, nämlich ein neues Modell der Abschreibung. Degressive Abschreibung heißt, ich kann jetzt sofort, heuer, mehr abschreiben als später. Und das entspricht ja auch der realen Abnutzung von Produkten, die am Anfang viel mehr, gerade bei IT-Produkten, viel mehr an Wert verlieren als später. Und gleichzeitig schafft es Liquidität im Unternehmen, weil ich von meinem Gewinn mehr abschreiben kann. Manche werden sagen, Unternehmen werden heuer keine Gewinne machen. Auch dafür ist vorgesorgt, es gibt die Möglichkeit des Verlustrücktrags. Also Unternehmen, die heuer Verluste machen, können das mit Gewinnen der vergangenen Jahre gegenrechnen. Und wieder schafft auch das eine Form der Liquidität. Keine Steuern zu zahlen oder sogar Steuern zurückzubekommen. Ja, Konjunktur ist natürlich nicht nur die unternehmerische Seite, sondern auch die Konsumentinnen-Konsumentenseite. Und auch da sorgen wir für Entlastung. Es wurde schon gesagt, der Eingangssteuersatz für alle Menschen wird von 25 auf 20% zurückgestuft.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, um Kaufkraft zu schaffen, um die Menschen zu entlasten und auch eine mögliche Nachfrage für Unternehmen zu schaffen. Zusammenfassend, ich bin davon überzeugt, dass mit diesem Konjunkturstärkungsprogramm, das wir heute hier diskutieren, es möglich ist, Unternehmen wieder die Zuversicht zu geben, in eine Zukunft zu investieren. Wir schaffen damit Rahmenbedingungen, um gut aus der Krise zu kommen, aus der Corona-Krise und auch aus der Wirtschaftskrise und auch aus der Klimakrise. Danke.